Die nächste Zwischenstation vor Rovaniemi ist Vuokatsi. Das sind 340 Kilometer. Der Campingplatz heißt, oh, schon wieder so ein unaussprechliches Wort, Katifangkuri. Wir fahren weiter auf der Staatsstraße 6. Auch hier ist wenig Verkehr. Der Straße nach den Ragazzini folgen. Gegen Mittag wird das Wetter schlechter. Das passt zu den uns entgegenkommenden Militärkolonnen. Das sieht hier nicht aus wie ein Campingplatz, eher wie ein Wintersportort. Ah ja, zum Campingplatz geht's geradeaus weiter. Und nun, an der Anmeldung ist niemand und es gibt für uns keine sichtbaren Hinweise, was zu tun ist. Ein Einheimischer sieht, wie wir Rätsel raten und ist uns behilflich. Wir müssen wieder einen Kilometer zurück, dort ist ein großes Gebäude mit der Rezeption. Merkwürdig, da sind wir doch vorbeigekommen, aber einen Hinweis gab es dort nicht. Der Platz ist mit 22 Euro sehr günstig. Und für den Preis hatten wir nicht so tolle Sanitäranlagen erwartet. Hier ist alles auf Wintersport ausgerichtet. Der letzte Schnee liegt noch auf den Skipisten. Von Vuokatsi geht es jetzt nach Rovaniemi. Das sind 343 Kilometer. So, noch schnell die Zugangskarten für die Sanitärgebäude abgeben, dann kann es weiter nach Rovaniemi gehen. Bezahlt haben wir ja schon. Aber uns lässt der Blick auf den noch immer mit Schnee bedeckten Skihang nicht los. Da müssen noch ein paar Aufnahmen gemacht werden, zumal das Wetter richtig gut ist. Jetzt um 11 Uhr ist es schon 22 Grad warm. Die finnischen Namen werden wir uns wohl nie gewöhnen.
Tankanzeige mahnt mal wieder. 2,57 Euro ist ja nicht gerade preiswert. Aber was soll's. Bezahlt wird, wie an allen Tankstellen, mit der Kreditkarte. Das war für uns anfangs ziemlich ungewohnt, aber inzwischen finden wir es recht praktisch. Karte rein, Geheimzahl eingeben, Karte raus und tanken. Keine 200 Meter weiter kommt wieder eine Tankstelle und die ist, sage und schreibe, 13 Cent billiger. Es geht weiter. Auf den guten Straßen mit wenig Verkehr kommen wir zügig voran. Allerdings immer darauf bedacht, das Tempolimit von 80 einzuhalten, welches für Gespanne gilt. Und nun heißt es aufpassen, Rentiere. Sie laufen oft völlig unberechenbar auf die Straße. Wir sind hier nicht am Rande einer Müllhalde. Es ist ein Parkplatz. Es ist nachmittags 3:30. In einer guten Stunde werden wir in Rovaniemi ankommen. Der Campingplatz Ounaskoski Camping liegt direkt am Ufer des Flusses Ounasjoki. Er ist mit 42 Euro nicht gerade preiswert, liegt aber sehr günstig, zum Beispiel für Besichtigungen des Arktikums und dem Weihnachtsdorf Santa Claus. Imposant ist die 1989 fertiggestellte Holzfällerkerzenbrücke. Man erspare mir das Aussprechen des finnischen Namens. Ich habe ihn hier mal eingeblendet. Seit 2012 ziert die Brücke sogar eine 5-Euro-Sondermütze. Die Lichter auf den Pylonen sollen die Kerzenflammen darstellen. Temperatur hat das Wasser sicherlich nicht.